Mal wieder eine Rarität, der Dodge Caliber, wie er gebaut wurde ab 2006 bis 2011, wurde er in Europa angeboten als 1,8 Liter bis 2,4 Liter Motoren, meist im Vierzylinderbereich. Die Konkurrenz, ja, es war so ein Kompakt-Van, so ein kleiner Kompakt-Van mit viel Billigplastik im Innenraum, wurde über Dodge Deutschland vertrieben. Heute wird es ja nicht mehr in Deutschland angeboten. Ja, das Auto natürlich Hartplastik ohne Ende. Die Qualität war eher schlecht, dafür bot er viel Platz, war günstig und ja, war natürlich schon etwas Besonderes auf dem deutschen Markt. Wir sehen hier, der Unterboden sieht relativ verrottet aus. Die Auspuffanlage, wenn die ausgetauscht wird, wird es teuer. Er hat auch schon ordentlich Rostansätze an den Achsen, wie man hier sieht. Der Rostbefall. Dieses Fahrzeug aus dem Jahr 2009, keine 10 Jahre alt, ziemlich runtergekommen, kaputt. Hier sieht man auch einige Problemchen. Ja, der Dodge Caliber im TÜV-Report wird er nicht geführt, weil es zu wenige Fahrzeuge gibt. Hier kann man kein klares Urteil fällen, wenn ein Fahrzeug nur wenig angeboten wird. Es wurden nicht viele Fahrzeuge in Deutschland verkauft. Die Kunden waren oft abgeschreckt von den billigen Materialien, die im Innenraum verbaut wurden. Alles ist Plaste, Elaste. Ja, Stärken und Schwächen hier zu sagen. Es gibt viele Schwächen, eher mehr die Stärken. Stärken, ja, was sind die Stärken? Er bietet eine gute Ausstattung, hat serienmäßig damals schon Zentralverriegelung, elektrische Fenster und 4 Airbags. Er, ja, bietet viel Platz. Zu den Schwächen, alles im Innenraum, Hartplastik, dann billige Materialien, oft gerissene Sitzbezüge, schnell verschlissene Bremsen, Rost an Fahrwerksteilen, gebrochene Fahrwerksfedern. Ja, der Verschleißgetriebe ist sehr hoch bei diesem Fahrzeug. Beim TÜV häufig Ölverlust am Motorgetriebe. Dann gab es häufig Getriebeschäden bei diesem Fahrzeug. Von uns bekommt der Caliber eher einen Stern von 5 und ein nicht empfehlenswert, weil diese Fahrzeuge auch in Sachen Ersatzteilversorgung hier eher schlecht sind.